Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ich habe gerade eben ein bisschen gestockt, weil ich dachte so, Final Fantasy, muss ich noch ins Spiel reintappen? Aber ich spiele ja über PS5 jetzt, da muss ich ja nie reintappen. Okay, gut. Egal, lasst uns hier weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, was fehlt uns denn noch? Also wir waren ja in diesem Dorf hier. Jetzt haben wir das hier gemacht. Achso. Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Das müssen wir jetzt noch machen. Das hatten wir letzten Kampf. Wir müssen sie jetzt einfach nur besiegen, weil das andere haben wir ja schon geschafft. Die Frage ist aber... Hallo. Nicht übertreiben. Ja, Aeros, zeig, was du kannst. Mit Aero. Nee, das wäre auch nicht so gut. Windige Verkettung. Er hier, ne? Dann übernimm. So, Aero, wir müssen alles dafür tun, dass... Schützender Magiekreis müssen wir noch leveln, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie schnell tot sind. Hackentritt. Und Flammenblitz, das zielt für alle. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Sagt nicht übertreiben, sie so, überlass das mir. Ich mach das schon. Hier, der kriegt das ab. Achtung, Sturmwarnung, tut mir echt leid. Oh. Nochmal schnell, Aerith. Aerith, red richtig, Terra. Okay, gut, Entschuldigung. Los, Aerith. Angriff. Boah, sie ist gut mit den Dings, ne? Mit ihren Windmagie. Aero. Keine Ahnung. Irgendwie so. Ich nenn's Aero. Bam. Sehr stürmisch mit dir. Ich mach das. Cloud, du schaffst das mit der Flamme. Dann übernimm. Wieder. Das war's. Erledigt ja alle Gegner innerhalb der Zeit. Ja. Nicht nur dafür. Wir haben alle Daten beschert. So. Wo geht's jetzt lang mit uns? Wir müssen mal gucken, wo es mit uns lang geht, oder? Hier weiter runter. Ich meine, wir haben hier noch ein Kartenspiel auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich da hinten noch was. Wir haben hier noch Türme. Wir haben überall was. Wir können auch noch runter. Komm, wir erkunden einfach ein bisschen weiter. Wir gehen hier runter. Nehmen gleich unser Schokobo. Wir gehen mal da hoch. Das sieht ja auch cool aus da oben. Wir hätten ein bisschen Farm. Und tschüss. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen, weil ich zähle auf dich. Überlass das mir. Auch meine Abwechslung. Aber ich will das diesmal hier wenigstens das Gebiet abschließen, bevor wir weitergehen mit der Geschichte. Weil wir gesehen haben, dass wir nicht mehr zurückkommen. Leider. Leider. Ich würde gerne zurückkommen wollen. Und los! Aerith! Weiter schützender Magiekreis. Vor allem ist der krass, der Magiekreis. Ne? Der pulverisiert alles. Guckt euch das an. Nee, keine feurige Welle. Nochmal Magiekreis. Wir müssen es lernen. Wir haben es gelernt. Okay, schön. Aber ich glaube, ich behalte das Team, ne? Gerade. Warte, wir müssen mal gucken. Muss irgendwer noch was leveln? Sonst behalten wir einfach das Team, weil... Warum nicht, ne? Ich
kann auch mit R2 und sowas wechseln, ne? Ich muss mir das angewöhnen. Das ist dann besser als im Let's Play. So. Jo, ah nee. Sie hat noch die Sylphenhände. Die hat sie nicht gelernt. Stürmischer Umsturz. Ja, aber sonst hat jeder alles gelernt, ne? Gut, dann bleibt das so bestehen. Und sie lernt diese Attacke. Müssen wir mehr mit ihr zocken. Cool. Ich hoffe, ihr hattet heute auch einen voll wunderschönen, tollen Tag. Ich schon. Konnte meine Hausarbeiten erledigen. Konnte aufnehmen. Konnte überall den Sound fixen. Konnte alles rendern. Wieso nicht jeden Tag so? Sonst immer technische Probleme, aber diesmal. Und ich hoffe, das wird jetzt so bleiben, ja? Wie? Aber es bleibt wahrscheinlich so, hoffentlich. Was ist das denn da? Man kann mit Chocobo hier runter, ne? Chocobo! Dankeschön! Wir wollen darüber. Da gibt es bestimmt auch was. Auf jeden Fall eine Quest. Die nehmen wir mit. Und dann gibt es hier noch eine Fotolocation. Die haben wir auch beim ersten noch nicht gemacht, ne? Also wollten wir, aber ich wollte ja erst die Quest, also wie er da runterrutscht. Nice. Ich wollte ja erst die Hauptgeschichte ein bisschen weitermachen, weil wir so viele Nebenquests hatten. Und dann sind wir in einem neuen Gebiet angekommen und kamen nicht mehr zurück. Leider. Erstmal runtergehen. Ich weiß nicht. Da hinten ist auf jeden Fall ein Chocobo und dann eine Haltestelle. Aber ich frage mich, wenn... Okay, der führt uns zu einer Haltestelle, aber wenn da eine Haltestelle ist, wie kam hier der Bus an? Damals? Oder sonst irgendwas? Die Fotolocation ist da unten. Da kommt man wahrscheinlich anders rauf, ne? Nicht von hier oben, oder? Nee. Da hinten ist auf jeden Fall ein Weg zum Boden. Egal, lass uns erstmal hier rüber gehen und gucken, was hier ist. Vor allen Dingen. Hä? Hier sind ein paar Frosche und sowas. Noch auffälliger ging's wohl nicht, was? Kiri. Noch auffälliger ging's nicht, nee. Auf jeden Fall nicht. Und dann müssen wir uns so ein Sitzkissen schnappen und mal wieder unser Leben auffüllen. Achso, ich sollte gedrückt halten, ne? Das wäre besser. Für alle. So. Zack. Yeah. Kleiner Schokopo, lass uns mal ein bisschen streichen. Ei, ei. Fein, fein. Ja. So, dann, was gibt's denn hier noch? Ich wollte gerade was gucken. Hier kann man auf jeden Fall runter. Und da hinten kommt man zu der Kiri wieder, ne? Mhm. Klar. Wo wollen wir zuerst lang gehen? Achso, der ist schon hier. Der hat auf uns da gewartet. Ja, dann den Vogel hinterher erstmal, ne? Und dann hier rein. Analyse! Ja, hier hat uns der Vogel hergebracht. Hätte ich aber auch, glaube ich, selber gefunden hier auf der Seite. Aber, ja, cool. Die Musik wieder, ne? Auf geht's! Bam. Einmal da, einmal hier und einmal dort oben. Zack. Lebensquelle analysiert. Daten an Shetley übermittelt. Den Holoraum müssen wir bestimmt auch nochmal machen, ne? Ja. Krass. Der Holoraum.
Das hier sieht auch krass aus, ne? Das Dorf. Ist das das Dorf, wo wir waren, ja, ne? Nee, das ist was ganz anderes hier. Da ganz hinten ist das Dorf. Wir sind jetzt einmal komplett hier durchgereist, ne? Da oben waren wir nicht. Nee, da oben hier waren wir nicht. Aber hier einmal langgezogen, das Gebiet. Wir haben das aber auch schnell erkundet dann, ne? Wenn wir hier hinten waren, dann gehen wir hier durch und da oben und da rechts. Und ich lasse das mal. Ich habe mir schon einen Plan gemacht. Hier geht's auch wieder hoch. Oder kamen wir da runter? Da kamen wir runter. Da geht's wieder zurück. Gut. Sag nicht Zerra Blindfisch. Ich weiß das mittlerweile. Ach, Mann. Manchmal so, ne? Aber jetzt sind wir auf dem Schiff, was wir von oben gesehen haben. So schnell kann es gehen. Die Frage ist, was ist hier überall? Nichts. Gut. Jetzt sind wir hier drauf, hier ist nichts. So, irgendwo gibt es ein Foto, wo wir ein Foto machen können. Oder wir müssen selber ein Foto machen. Mal gucken. Ich habe ja noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Haben wir ja noch nicht gemacht. Sieben Planeten passt nicht mehr in den Inventar. Echt? Wir sollten mal was herstellen, wenn das nicht mehr passt. Ich jammer immer rum und stelle nichts her, ne? Das hier müssen wir auf jeden Fall noch herstellen. Deswegen. Gnade des Planeten fehlt. Ach so, man kann da nur so wenig sammeln oder was? Und ich habe immer gesammelt und dann... What? Wir müssen mehr damit herstellen. Da sind hier so Stufe 7 brauchen wir auch. Wunschliste ist leer. Na dann müssen wir mehr sammeln. Was ist denn das hier für ein Ei? Ah nee, das ist ein Netz mit einer Kugel drin. Das sah aus wie so ein Osterei. Ich bin schon verrückt. So viel für Final Fantasy 14 Oster-Event. Wer möchte Final Fantasy 14 oder gerade da spielt, ist gerade ein Oster-Event. Damit ihr das nicht vergisst, das ist nur bis zum April oder ja, irgendein Tag dann. Bis zum April, glaube ich. Dann hört es wieder auf. Was wollte ich denn? Ich wollte hier. Kann man was fotografieren, aber wie? Hier oben? Ah, hier oben. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Zücke deine Kamera und halte sie im Fotomodus fest. Wenn dir ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotografen Rico Bericht erstatten. Denn steigst du im Rang bei den Fotograffreunden auf, erwarten dich Belohnungen. Um in den Fotomodus zu gelangen, musst du nur das Hauptmenü öffnen und den Viereck drücken. Ich will immer sagen Kasten, weil ich... Als Kind habe ich immer gesagt, du musst den Kasten drücken. Kasten, los! Kasten, nicht Viereck. Oder Kreis, Dreieck, X, Kasten. Frag mich nicht, warum, das war so. Deswegen, manchmal ist das noch so drin. Ich will eigentlich Viereck sagen immer. So. Falls sich irgendwer mal wundert. Ja, wie machen wir denn von der Location ein Foto? Hier so? Ich würde ja da vom Meer ein Foto machen, ne? Aber wir sollten, weil, wenn die alle so rumstehen, dann sollten wir wahrscheinlich Foto so machen. Warte, wir machen ein Foto so. Von diesem schönen Meer. Menü ausblenden, können wir noch irgendwas machen? Boah, das kann ich hier einblenden lassen. Hätte ich das gewusst. Das ist ja noch crispier. Für nächstes Mal. Schick, oder? Die Rahmen. Gruppenmitglieder ausblenden. Nö, Menü ausblenden, drehen, zoomen. Mehr kann ich nicht machen, nur so.
vielleicht später oder wenn man das gelevelt hat. I don't know. Kamera zurücksetzen. Wie kann ich denn einen Fotoschuss machen? Winkel, Kameraneigung, Belichtung, Filter. Hier gibt es sogar noch Filter. Rahmen, Kameraposition, Winkel. Ja. Ich möchte gar keinen Filter gerade. Kameraposition. Ich drücke alles. Cloud sieht aus, als ob er eine Menge durchgemacht hat gerade so. Okay. Ah, also ich kann die Kamera auch so verschieben ein bisschen. Schwierig. Menü ausblenden. Ja, könnte man, aber wie kann ich denn jetzt einen Schnappschuss machen? Ich habe ja noch nicht mal ein Foto gemacht. Oder ist das so ein Foto, wenn ich dann wegdrücke einfach? Ihr seid alle super. Die stehen alle so ein bisschen, naja. Gruppenmitglieder ausblenden. Vor allen Dingen alle Gruppenmitglieder ausgeblendet, auch mich. Also auch Cloud. Also nur für die Landschaft dann. Ist auch cool, ne? Aber wie schieße ich denn jetzt wirklich mal ein Foto? Ohne Mist. Ich drücke alles. Es funktioniert nichts. Vielleicht wirklich, wenn ich zurückgehe, ein Foto geschossen. Cloud und Barrett und sowas. Darf ich mal so ein Foto machen? Gibt's irgendwo Steuerung oder sowas? Warte, ich bin doch nicht zu blöd dafür, oder? So, ich möchte gern Foto. Foto. Spiel. Dann lass mich in Ruhe damit. Hä? Habe ich so schon Foto gemacht jetzt oder nicht? Ach, warte. Oder speichert er das auf dem System? Haben die das mit eingebunden? Man soll das so machen. Dass man das auf sein System speichert. So. Einfach PS5-Taste drücken zum Screenshotten. Also ich weiß nicht, ob das das ist. Vielleicht. I don't know. Lassen wir das jetzt so stehen. Ja? Und machen noch ein bisschen länger.
Das hat jetzt nur 2 Minuten gedauert, ja? So lang war das nicht. Oh Mann, ey. Ja, aber weiß ich doch nicht, im Spiel drin meist, wenn die sowas implementieren, hat es einen eigenen Knopf und dann, ne? Wie Segen des Planeten passt nicht mehr rein. Hä? Ich hab doch hier, guck mal. Ach, Gnade des Planeten. 99 Stück davon. Okay, kann ich Gnade machen? Nee, ne? Majoran und Salbei hiervon. Ja, okay. Lasst uns mal ein bisschen Heilspray machen, oder? Was mit Superspray? Nee, da brauchen wir erstmal ganz viel Gnade des Planeten. Gut. Wir brauchen eine Gnade des Planeten. Wo kriegt man die denn? Ich krieg die ganze Zeit nur das andere hier. Wie heißt das? Seelenohrring. 2 Phönix wieder da. Klar. Benutzen wir das Windmühlenbauteil. Uns fehlt ein Quetzalkoatl-Kralle. Gut. Was haben wir Neues gekriegt? Ein super Trank. Nee, das ist nichts Neues, ne? Eine Goldnadel. Das brauchen wir. Der letzte Kampf hätte uns beinahe versteinert. Wenn wir das haben, wäre das nice. Egal, lass uns noch zu Kiri gehen. Ich kann hier noch lang schwimmen, aber warum sollte ich das tun? Ich hab nichts gesagt. Man kommt hier rüber. Aber nee, warte, wir sollten hier zum Schluss hingehen, ne? Warte mal, es geht bestimmt schneller, wenn wir da hochporten oder laufen lassen. So. Tokobo, Tokobo, wir müssen hier hoch. Danke, schöner Schokobo. Sehr, sehr schöner Schokobo, sehr nice. Auf geht's. Ein bisschen, los geht's. Hep. Die scheint ja echt eine Geschäftsfrau mit Leib und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Komm. Vorhin der Schokobo hat die gleiche Mütze auf wie sie. Ist ja voll cool. Kriege ich jetzt sowas auch als Skin? Toller Schokobo. Sie mit Geschäftssinn. Vor allen Dingen, was hat sie wieder für uns bereitgehalten? Da war ein Kissen drin. Yay. Lasst uns noch schnell die Kiri-Aufgabe absolvieren. Waren wir heute wenigstens ein bisschen erfolgreich. Nächstes Mal was anderes weiter. Herzlich willkommen. Ja, was geht hier ab, Kiri? Ich bin die Alleskönnerin Kiri. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ah ja. Na sowas. Jetzt hätte ich meinen Angestellten doch glatt mit einem Kunden verwechselt. Aber schön, dass es dich auch mal in die Filiale von Junon verschlägt. Wie Angestellte. Wer ist hier ein Angestellter? Ja, und nenn mich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Mann, oh, alle hacken auf mir rum. Dabei ist das alles nur deine Schuld, Cloud. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ich dachte, in Junon wartet das große Geld. Aber hier kennt ja wirklich niemand den Alleskönner. So kommen natürlich auch keine Aufträge rein. Nur rumsitzen, Däumchen drehen. Also musste ich erstmal beim Urschleim anfangen und so richtig die Werbetrommel rühren. Was für ein Urschleim? Was? Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Ja. Du brauchst ganz dringend einen Berater für Selbstmarketing. Ja, ich finde das cool. Das Outfit. Sorry. Hätte ich auch gern. Oh? Hä? Er kann ja sprechen. Und ob. Oh! Du bist ja sowas von drollig. Willst du nicht mein Haustier werden? Na komm mal her. Mietz, 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 mietz. Red. Weiß der etwa? Dann eben nicht. Oh.
Kein Haustier, keine Kunden. Das ist doch zum Verzweifeln. Hier ist echt der Wurm drin. Marketing und Unternehmensführung, alles aus einer Hand. Und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Und welchen Ass? Was wird das hier? Genial, oder? Wir werden mir die Bude einrichten. Was für eine Musik. Warum kommen denn jetzt Ungeheuer statt Kunden? Bei der Lärmbelästigung würde ich auch mal anklopfen gehen. Das ist ein ganz klarer Fall für den Alleskönner. Komm schon, Cloud, das ist doch dein Spezialgebiet. Ich dachte, das wäre dein Job. Ja, sag's dir, Cloud. Sei doch nicht so kleinlich. Hier, kriegst auch eine von denen. Okay, ich mach's. Nein, danke. Was? Los! Die ist süß, gib mir die. Cloud, mach's. Wir müssen trotzdem kämpfen, wenn wir ihr Leben wieder raus wollen. Hey, ich will den Merch. Also mit feinem Merch kann man nicht kriegen mit alles. Stell mal so vor, sowas für Tausende. Ich will das hier drin, Mann. Segen des Planeten. La, 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 la. Oh, Musik gerade. Das noch ein bisschen leveln und die Musik lauschen. Mal wieder Phönixfedern auffüllen, aber nicht so viele, nur die wir verschwendet haben. La 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 la. Okay, Entschuldigung. Es geht mit mir durch. Wieder tolle Musik. Ich liebe Musik in Spielen, vor allem wenn sie toll sind. Es gibt auch mal Zeiten, wo ich Musik kritisiere. Habe ich schon ein paar Mal getan, öfter. Let's Play vielleicht noch nicht, weil wir eine coole Stunde gerade zur Zeit spielen. Aber sonst, ja. Es gibt auch Spiele, wo ich das kritisiere. Bam, 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 bam. Ist jetzt Schluss. Dann so, übernimm. Lass uns mal nach Ziel. Los. Also das geht doch wohl aber noch ein bisschen besser, oder? Mach mal hin. Ich krieg gleich mach mal hin. Oh. Ach, gedrückt halten wir nicht, dann kommt die Verrunde. Stampf runter. Okay, gut. Mach tiefer irgendwie, das ist ein Pudel. Sie hat viele Moves drauf, ist sehr schnell. So ein Mönch in Final Fantasy gibt. Naja, noch ein bisschen schneller, weil es ist ein anderes Kampfsystem, obviously, aber. Ne? Wisst ihr, was ich meine? MMO kann man halt nicht so dynamisch machen. Also kann man schon, aber. Der Tag ist besser. Sowas wie Terra oder sonst irgendwas. Oh nein, jetzt habe ich das falsche genommen. Cloud, warum bist du denn fast tot? Bevor du stirbst, kannst du dich auch selber heilen. Mein Neues, dich nicht zu überstürzen. Überlass das mir. Mach endlich 100% mit diesem Gesocks, Cloud. So. Also. Ist ja gut, komm doch mal selber runter und mach mal was, Kiri. Gebiet tiefer wieder. Stürmischer Umsturm. So, jetzt sind die wieder alle aufgeladen. Gerade mittiger. Ich dachte, ich hätte gerade was Cooles gehört. Tiefer den Limit drauf. Würde ich gerne drücken, aber tiefer muss auch. Ja, komm, wir gucken uns den Limit an. Ich kann auch später leveln. Den Skill. Das war cool. Red, lass mich noch einmal stürmischer Umsturz machen. Ja.
Monat. Kommt noch mehr, bitte. Da kommen noch welche. Ja, nochmal stürmischer Umsturz. Wir müssen das Level. Und Stufe aufgestuft. Cool. Nochmal. Wir kriegen das hin. Ja, ich wurde erhört. Noch mehr. Lockt die Musik die an? Also die Musik kann noch weiter sie anlocken, bitte. Ja, so meine ich das. Noch mehr. Los, noch mehr anlocken. So, so. Nochmal anlocken. Wie geht das besser? Wir müssen leveln. Achso, wir müssen die auch mal alle mal analysieren, ne? Das dürfen wir gar nicht vergessen. Bin mal so frei. Wirksam ist Feuer. Nutze die elementaren Schwächen dieses Schleimers aus, um ihn schockanfällig zu machen. Wird er besiegt, lässt er Gegenstände fallen, mit denen sich MP wiederherstellen lassen. Na dann Synchrofähigkeit. Boah, wie cool das ist. Das sind immer so cool, die Fähigkeiten, ne? Auf geht's, Tiefe! Ich zähle auf dich. Ich wechsle! Überlass das mir! Nichts überstürzt. Eris, du darfst mal uns wieder heilen. Natürlich, du brauchst ja zwei dafür. Wenn wir sie irgendwann auf drei Balken erhöhen könnten, ne? Und das geht wie beim ersten Teil vom Remake. Dann sollten wir es machen, dann kann sie immer heilen und vor allen Dingen noch angreifen. Dann hat sie immer eine Heilung in petto. Stürmischer Umsturz. Aber haben wir das jetzt gelevelt, weil das ist kein Punkt mehr dran? Ich hoffe. Ich zähle auf dich. Lass mich mal. So, Feuer brauchen wir, ne? Flammenblitz, jetzt geht's. Aber richtig, wir brauchen keine Level. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Der Feind ist geschwächt. Halt doch die Klappe! Mecker nicht rum und mach selber. Nochmal Cloud, Flammenblitz! Volle Kraft! Ich zähle auf dich. Oh, Synchro-Fähigkeit wieder. Spiralsprung, los! Okay. Hab Dank. Ein echter Alleskönner lässt sich doch von so was. Was ist das denn jetzt? Weißes Mousse? Was zur Hölle? Limit, Cloud, Limit! Zieh dich zurück. Cloud zurück und Analyse. Kann ich schaden. Diese Wesen kann mit Elementarattacken schockanfällig gemacht werden. Allerdings wechselt es durch die Angriffe in einen elementresistenten Modus und absorbiert ihre Energie, sobald sich ein gewisses Maß an Energie aufgestaut hat. Nee, Energie. Doch. Entlädt sie sich in einer mächtigen Magieattacke. Alle Magie. Nee, Elementarattacke. Ne? Das wäre. Dann übernimm. Komm schon! Vielleicht wäre Aeris hier besser. Warte mal. Aeris, schützender Magiekreis. Na? Und dann einmal ein Gebiet, bitte. Ich zähle auf dich. Ich mach das. Übernimm du. Ist ja okay. Lichter los! Was
das hat ein Cloud jetzt vergiftet. Feuerimpuls, bitte. Ziemlich hart. Übernimm du. Überlass das mir. Die Scheide gleich Cloud. Euer Limit von Eros brauchen wir. Cloud Flammenblitz auf den da, ne? Lass mich dein. Bleiben wir. Tiefer du schaffst es. Stürmischer Umsturz oder Hackentritt. Noch ein Hackentritt. Oh mein Gott. Leviathan. Oh, da brauchen wir zwei Dinger für, ne? Das machen wir jetzt. Leviathan natürlich. Cloud sollte mal Magie anwenden. Vitra auf Eris. Ich zieh mich zurück. Neuer Plan. Wir beschwören jetzt Leviathan. Hab ich noch nie gemacht, oder? Bist du bereit? Hab ich gemacht oder hab ich noch nie gemacht? Hi, Leviathan. Schade. Kannst du das machen? Jetzt liegt es an dir. Zeig ich euch, was ich kann. Ist das alles? Du schaffst das schon. Wir schaffen das. Nimm das. Ich zieh mich zurück. Neuer Plan. Komm schon. Wir nehmen den. Los geht's. Essbar Fertigkeiten. Wasserschwall. Synchro-Fertigkeiten. Blütensturm. Sie sind super jetzt gestorben. Ach ja, tiefer. Wir brauchen mal wieder ein Phönixfeder für tiefer. Der ist der Heilgleich. Oder Leviathan kümmert sich gerade drum, weil er gerade in Rage ist. Okay. Kann natürlich auch sein. Hier sprießen die Ungeheuer ja Leviathan. Langsam dämmert's mir, warum ich nie Kundschaft hatte. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Hier komme ich nie auf einen grünen Zweig. Ich mach den Laden dicht. Also dann, auf zu neuen Ufern. Ach ja, danke, dass ihr aufräumt. Okay. Hey. Kommst du mit? Mietz. Armer Red. Ciao. Die Sorte Mensch, von der man sich besser fernhält. Geht mir genauso. Hey, Leute! Da war diese komische Durchsage. Und dann tauchten auf einmal lauter Ungeheuer auf. Ja, haben wir gesehen. Aber wie es aussieht, waren meine Sorgen unbegründet. Keiner kann es mit Avalanche aufnehmen. Und was ist jetzt aus dieser Alleskönnerin geworden? Ist abgehauen. Na super, dann machen wir uns mal ans Aufräumen. Ja, viel Spaß. Übrigens hat mir Rhonda erzählt, dass ihr auch manchmal als Alleskönner arbeitet. Mann, das hättet ihr mir doch aber wirklich sagen können. Das nächste Mal buche ich euch richtig und offiziell. Der andere Schokobo. Er sieht auch aus wie sein Herrchen mit dieser Mütze und der Brille. Okay, dann würde ich sagen, geht's hier weiter in der nächsten Folge. Dann machen wir weiter. Wieso komme ich immer halb tot aus den Folgen raus?
Ich habe doch schon mehr geheilt. Naja. Wir sehen dann in der nächsten Folge einfach weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann. Abonnieren nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Und ein Like da lassen, um zu unterstützen. Dankeschön. Tschüss.